10 Meter tief, 105 Meter lang, 12 Meter breit. Die Dimension der Schleuse wird einem erst so richtig bewusst, wenn man auf dem Grund der Kammer steht und den Blick schweifen lässt. Eine Bauwerksbesichtigung findet jährlich statt, eine Überwachung alle 3 Jahre und eine Bauwerksprüfung steht alle 6 Jahre an. Letztere ist in diesem Jahr fällig. Und so sind seit Montagabend Mitarbeiter des Außenbezirks Oldenburg, des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bremen sowie des Bauhofs Brake damit beschäftigt, nach der Trockenlegung des Bauwerks die fälligen Reparaturarbeiten zu erledigen.